Hallo zum neuen Shorteview Review. Diesmal möchte ich mit euch einen Blick in meine Transformers G1 Sammlung werfen. Und ich zeige die Figur Skylings. Bevor ich auf die Figur eingehe, die wichtigste Frage. What's Skylings? Wer ist Skylings? Skylings hatte seinen ersten Auftritt im fünfteiligen Handlungsauftakt der dritten Transformers Cartoon Staffel mit dem Titel Five Faces of Darkness, Fünf Gesichter der Finsternis. Dieser erzählte die Geschichte aus Transformers The Movie von 1996 weiter und führte neue Transformers-Figuren ein. Genauer erschien Skylings in Episode 70, dem fünften Teil des Mehrteilers, und präsentierte sich sogleich als Retter von Marissa Fairborn, Blur und Wheelie, die von Monstern aufgehalten wurden, wodurch sie nicht das Transformationsmodul für Autobot City Metroplex zur Erde bringen konnten. In diesem ersten Kampf zeigt sich Skylings von allen Seiten und darf erstmals auf seine Nemesis, den Predacons und besonders Predaking, treffen. Wie es damals im Transformers-Cartoon üblich war, wurde er ohne viel Erklärung eingeführt. Das war in den 80er-Cartoons normal. Hintergründe waren unwichtig, da sollten nur die Figuren und Charakterzüge gezeigt werden, damit sich das Spielzeug verkaufte und Kinder wussten, wie sie sie einordnen sollten. Zu Skylings Hintergrund heißt es lediglich, dass er im Krieg gegen die Decepticons mit weiteren Autobots Cybertron verließ. Also ungefähr zur selben Zeit wie Optimus Prime mit der Arche. Dann, als der Krieg als beendet galt, kehrte er zurück. Ein lustiger Fakt zum damaligen Cartoon ist, dass in zahlreichen Szenen immer mal wieder sein Autobot-Logo zu einem Decepticon-Logo wird. Der genaue Grund ist nicht bekannt, doch es wird vermutet, er sollte zuerst zu den Bösen gehören und dies wurde kurzfristig abgeändert. Aber eher stimmt wohl, dass die Grundinfos der Cartoon-Zeichner nicht immer vollständig waren, wodurch sie das Logo nach gut Glauben zeichneten. Skylings verwandelt sich nicht als Roboter als Hauptkörper, sondern in einen Flugsaurier, der sich in ein Space Shuttle verwandelt und ein blaues Containermodul mit sich trägt. Dieses nennt sich Lynx und kann sich in einen Puma verwandeln. Unabhängig angemerkt sei, Lynx heißt aus dem Englischen übersetzt Lux. Beide Figuren können sich auch gemeinsam in einen vierbeinigen Superflugsaurier verwandeln, der sich Dinoblast nennt. Achtung! Auch wenn er Ähnlichkeiten mit einem Saurier hat, er zählt sich nicht zu den Dinobots. Skylings ist ein Triple Changer und obwohl er sich in zwei Tiere verwandeln kann, ist er nur ein Charakter, nicht zwei. Also nochmal zusammengefasst. Das ist Skylings. Und das auch. Das ist Lynx. Und zusammen sind sie Dinoblast. Kapiert? Kompliziert. Ist aber so. Neben einigen Auftritten im Cartoon taucht er ebenfalls gelegentlich in der Marvel Transformers Comicserie auf. Genauer im Heft 45 von 1988. Später in den neuen Comics von Dreamwave und IDW war er leider auch nur sporadisch zu sehen. Aktuell ist er in der neuen Netflix-Transformers-Serie War for Cybertron, Staffel 2 Earthrise, zu sehen. Aber zurück zu meiner Transformers-Skylings-Figur. Mein Skylings kommt in der japanischen Version, in der sogenannten Encore Edition von 2008. Dies ist die zweite offizielle Auflage dieser coolen Figur. Die erste Auflage von Skylink geschah passend zur Cartoonzeit 1986 und basierte, wie die meisten klassischen Transformer, auf einer bereits existierenden Spielzeugreihe. Zu dieser Entstehungsgeschichte habe ich umfangreich im Video Transformers G1 More Than Meets the Eye berichtet. Ich verlinke es für euch. In Skylinks Fall wurde er von der japanischen Firma Toybox geschaffen, wie ebenfalls die legendäre Raumbasis Omega Supreme. Spannenderweise haben sich hier damals Takara Tomy und Hasbro ungefragt bedient. Zugegeben, man nahm die Sache in den 80ern nicht so genau, dachten wohl, es fällt nicht auf und dass Japan nicht so sehr ins Ausland schaut. Es war schließlich eine Zeit vor dem Internet und dem Empfang von ausländischen TV-Sendern. Aus diesem Grund wurde die 1986-Version von Skylings sozusagen überall, nur nicht in Asien und Japan verkauft. Aber 2008, mit dieser Encore Edition, ändert es sich. Nach 22 Jahren erscheint Skylings nun offiziell erstmals in Japan. Der Grund ist einfach. Die Firma Toybox wurde von Takara Tomy aufgekauft. Und glücklicherweise fanden sich in einem derer Lagerhäuser die Produktionsform der Figur. Ja, es ist eine Neuauflage. Und ja, sie ist fast identisch mit der 1986-Version. Zu den Unterschieden komme ich gleich. Aber zuerst möchte ich etwas den Transformers-Sammlern erklären. Jedem sollte bewusst sein, dass zahlreiche Figuren der G1-Reihe immer mal wieder bis heute neu aufgelegt werden. Ich spreche nicht von Knock-Offs, also sozusagen Kopien. Offiziell werden diese beliebten G1-Figuren zusätzlich zu jenen der neuen Serien immer mal wieder in klassischer Box- oder Card-Art produziert. Dabei wird oft das Wort Reinsure verwendet, also sozusagen Wiederauflage. Aber dazu werde ich vielleicht mal ein eigenes Video machen. Zurück zum Encore Skylings. Wie erwähnt, diese Version ist nur in Japan erschienen und bisher die einzige Neuauflage der G1-Figur. Schauen wir sie uns Stück für Stück mal an. Die Box ist an sich artwork-technisch identisch mit der klassischen. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, mag möglich sein, dass die Druckqualität inzwischen besser ist.
Größter Unterschied sind die japanischen Texte und das japanische Transformers-Logo, sowie anstatt das Hasbro-Logo das von Takara Tomy. Als Original-Lizenzhalter haben sie sich mit Hasbro von Beginn an geeinigt. Sie arbeiten eng zusammen, bringen aber heimisch unter ihrem Label die Toys heraus. Oben links neben dem Transformers-Schriftzug prangt das Encore-Logo. Die 7 unten links zeigt an, dass es die 7. Figur in dieser Reihe ist. Nur in Japan übrigens sind alle klassischen Figuren zusätzlich nummeriert worden. Auf der Rückseite ist das geniale Figurenmotiv mit Metroplex und Triptychon zu sehen. Einfach nur schön. Die technischen Angaben sind auf Japan zugeschnitten. Auf der 1986er Box waren diese Angaben kleiner, weggelassen wurden die Robotpunkte und das leider berühmte Tech-Specs. Also das hier. Checken wir Skylinks mal. Funktion Lieutenant Commander. Die besten Erfolge sind es wert, wiederholt zu werden. Ein mächtiger Kämpfer, ich-bezogen und prahlerisch, furchtlos, gewagt. Er glaubt, vielen seiner Autobots überlegen zu sein. Der scheinresidente und strahlenverstärkte Rumpf hält feindlichen Beschuss und extremen Temperaturschwankungen stand. Besitzt solarbetriebene Hilfsmotoren. Acetylenblaster im Cockpit verschießen 3000 Grad Flammen. Als Space Shuttle verfügt er über interplanetare Reisefähigkeiten. Höchstgeschwindigkeit 30.000 Meilen pro Stunde. Reichweite 40 Millionen Meilen. Stärke 10, Intelligenz 8, Geschwindigkeit 10, Ausdauer 10, Rang 9, Mut 10, Feuerkraft 7, Fertigkeit 8. Nun ein Blick auf die Figur selbst. Wie ihr seht, ist sie noch im Originalzustand. Sie ist in diesem Plastikcase gut verpackt und ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht herausgenommen. Beide Figurenteile sind gut zu sehen und das war's, denn mehr Zubehör gibt es nicht. Die japanische Anleitung mit den Aufklebern sind noch original verschlossen. Um zu zeigen, wie Skylinks aussieht, hier der damalige Werbespot. Look, it's Predaking! Me, Grimlock, think we in deep trouble! Not to worry, here comes Skylinks! Meet Skylinks. This ferocious motorized Autobot triple changes from Space Shuttle to Bird and Lynx and then combines to form Skylinks. Predaking's attacking. Skylinks will stop him. The Transformers battery's not included from Hasbro. Dieses geniale motorisierte Feature besitzt auch die Encore Edition. Skylinks rollt und läuft. Aber es sind keine Batterien eingesetzt. Welche Unterschiede gibt es nun zur 1986-Version? Anstatt dem Plastikcase war die Figur damals in einem Styropor-Case gepackt. Das Plastik der Figur ist von der Qualität auf dem 2008-Stand. Ansonsten ist alles identisch. Minimale Änderungen gibt es bei der Bemalung. So ist die Maulkanone nun farbig, die Augen sind besser hervorgehoben und die Chrombemalung, wie hier am Cockpit, sind feiner und von besserer Qualität. Das sind wirklich alle Unterschiede. Es ist eine echte G1-Figur. Skylinks mag von der Verwandlung einfach sein, aber irgendwie ist er auch cool. Space Shuttles sind immer cool. Zum Schluss möchte ich erwähnen, dass Skylinks, abgesehen von einigen Namensvettern, erst 2016 für die Transformers-Toy-Serie Combiner Wars in ähnlichem Design neu interpretiert erschienen ist. Aktuell wurde Skylinks ebenfalls für Transformers War for Cybertron Earthrise 2020 zur Netflix-Serie herausgebracht und jene Neuinterpretation ehrt sein G1-Vorbild. Auch diese Version sieht verdammt cool aus. Ist sehr detailliert und viel beweglicher als früher. Dazu ist die Verwandlung ein wenig umfangreicher. Das war ein Blick auf eine Figur aus meiner Transformers G1-Sammlung. Wie gefällt euch der G1 Skylinks? Und wollt ihr mehr aus meiner Sammlung sehen? Haltet euch deshalb nicht von Kommentaren ab. Bis zum nächsten Mal.